Servus Freunde und herzlich willkommen wieder hier zu Let's Play Together Alien Isolation. Ralf ist an meiner Seite. Jawohl, grüß euch. Servus. So, ihr fragt euch jetzt sicher, was machen wir denn hier in Alien? Tja. Es ist noch nicht vorbei. Es ist noch nicht vorbei. So wie schon die letzten 7 Parts es noch nicht vorbei war. Ist es auch jetzt noch nicht ganz vorbei. Wir haben noch was zu tun. Genau, wir haben noch ein bisschen was zu tun und begrüßen euch sehr herzlich zurück zu den Expendables, die es noch gab. Die waren jetzt irgendwie mal bei Steam vor. Moment, nicht zu den Expendables, zu den DLCs. Expendable ist einer von den DLCs. Stimmt, ja. Gut, also zu den DLCs, die gab es nämlich vor kurzem im Angebot bei Steam und da haben wir sie uns natürlich gleich gesnackt. Gesnackt, so schaut's aus. Wir haben uns auch top in Schale geworfen. Hier muss man mal ein bisschen zeigen, ne? Also perfekt ausgerüstet für die heutige perfekt Session. Perfekt ausgerüstet. Und dann würde ich sagen, laden wir. So schaut's aus. Ja. Wir starten das verdammte Spiel, du Hurensohn. Ich brech dir die Beine. Ich brech dir die Beine, so schaut's aus. Okay. So, auf geht's. So, das haben wir bereits hinter uns gebracht. Genau, und jetzt Besatzung ersetzbar oder auch Crew Expendable. Genau. Der erste DLC. Letzte Überlebende. Genau. Überlebensmodus, Herausforderung. Schauen wir mal. Ja gut, den gab es ja schon davor. So, was machen wir mal? Mach mal Mittel, oder? Mach mal Mittel. Mach mal Mittel, läuft. Ripley ist keine gewalttätige Person, aber wenn nötig, wird sie sich verteidigen. Das kennen wir ja schon auch von der anderen Ripley, von der Amanda. Was auch für ein Biest sein mag. Also... gewaltig. Sie denken, es hat ihn in die Luftschächte geschleppt? Es ist in einem der Kühlkanäle verschwunden. Ich bin davon überzeugt. Es bewegt sich durch die Luftschächte. Tja, ich würde sagen, das mit dem Luftschacht ist immerhin eine Chance. Er hat keine Abzweigung und kommt direkt in die Hauptluftschleuse. Wer hat die Ehre? Alan. Okay. Sieht mit den Tasten, Chats, oder? Ah, okay, geht's mit denen auch. Ja. Parker ist cool. Also wir können jetzt als einer der überlebenden Crewmitglieder... Der Nostromo wohlgemerkt, aus dem ersten Alien-Film. So schaut's aus, sind jetzt tatsächlich die Charaktere aus dem ersten Film. Alan ist Alan Ripley, die Mutter von Amanda Ripley, die wir jetzt aus dem Hauptspiel schon kennengelernt haben, für diejenigen, die mit den Filmen nicht bewandert sind. Genau, dann haben wir noch eben... Dallas, das ist der Captain. Also Parker war, glaube ich, der war für die Maschinen und so weiter zuständig. Genau. Und Dallas, der Kapitän der Nostromo. Okay, also Ash können wir nicht spielen. Ja, dann würde ich... Alter, die schwitzen schon wieder alle so. Ja. Das ist irgendwie das Spiel der Schiffe. Gut, okay. Na gut, ich würde aber auch schwitzen, wenn so ein Alien auf meinem Schiff rumlaufen würde. Aber dann würde ich nicht so aussehen. Ja, das ist richtig. Also, wen wollen wir spielen? Oh, schwierig. Klassiker wäre natürlich immer Ripley. Ja, klar. Dann bleiben wir bei Ripley, oder? Bleiben wir bei Ripley, würde ich sagen. Ich frage mich dann, ob auch jeder der Charaktere dann seine eigene Dingens hat, seine eigene Task quasi. Ich habe gelesen, dass es nichts am Spiel ändert. Also egal, wie man spielt. Dass es nichts am Spiel ändert, sondern dass es nur ein paar Dialoge ein bisschen abändert. Na gut. Dass halt quasi anerkannt wird, dass du Ripley bist und nicht Parker. Ripley, sie locken es in den Hauptschacht. Wir schließen es auf dem unteren Deck ein. Ash öffnet die Luftschleuse. Verschließen Sie die Wartungsschotte auf dem Weg hinter Parker, Lambert und mir. Also los, stimmt, Leute. Lambert konnte man auch nicht spielen. Die hat ja auch noch gelebt. Hysterische Kuh. Und Ash konnte man auch nicht spielen. Hi, Lambert. Okay. Okay. Catch? Cornflakes, nice. Branflakes, Alter, sehen die ätzend aus. Ja. Yeah. Schaut irgendwie alles ätzend aus. Ja, ist ja tatsächlich so. Oh, da mag man einen Kaffee. Okay, wir haben tatsächlich noch nichts. Ich schaue mich erstmal ein bisschen so entspannt um, wenn das ist. Klar. Das wäre mir auch kein Moshi, der uns zeigt, wo wir hin müssen. Gerade nicht, nein. Ha, da ist Mutter. Oh, wir können mit Mutter vielleicht sogar reden. Ah, aber... Wir haben einen unerwarteten Weckruf erhalten. Gelbes Licht. Ich habe mit Mutter gesprochen und sie hat ein Notrufsignal aufgefangen. Ein sich wiederholendes akustisches Signal von einem nahegelegenen Planetoiden.
Hört sich nicht nach einem mir bekannten Funksignal an. Wie den zuhörenden Schlipsträgern bewusst ist, verlangen die Vorschriften der Firma, dass wir ihm nachgehen. Jetzt muss ich der Crew Bescheid geben. Die wissen bereits, dass etwas nicht stimmt. Dallas Ende. Okay, also das ist nicht Dallas deutsche Synchronstimme. Also der hatte eine andere. Ja. Aber das ist, aber die ist auch ziemlich cool, weil es ist nämlich die von Commander Shepard. Okay. Wobei es im Original, also im englischen Original habe ich gelesen, wohl tatsächlich die richtigen Synchronsprecher sie wieder gekriegt haben. Okay. Oder also die, ja, die richtigen Schauspieler halt. Plus Ian Holm, also Ash, haben sie nicht bekommen. Ah. Schon mal Bindemittel gefunden. Was sind das eigentlich für komische Helme hier? Sind das so? Ich schätze irgendwelche Atemmasken, Atemhelme. Bisschen, aber da an der Seite, das ist offen, schau. Also, naja, keine Ahnung. Ja gut, die werden, schätze ich, für Audio zu sein. In case of emergency, oxygen masks will drop down from the... Oh! Das war dann wohl unsere Ausrüstung. Ich habe eine Hand. Schick. Mhm. Ja, das ist der, den die sich selber gebastelt haben. Ja. Schauen wir mal nochmal kurz zurück zu Lambert. Wobei es deutlich kleiner ist. Ich glaube, das Teil aus dem ersten war ein ziemliches Trumm. Ich glaube, das haben sie in zwei Händen gehalten. Ah, okay, das Ding trägt sie auch in zwei Händen. Ja. Konzeptionelle Reinheit, Errungenschaft freigeschalten. Wir wissen genau, wer du bist, ey. Das Sicherheitssystem hat einige Türen verriegelt. Sie müssen also Ausrüstung unterwegs aufsammeln. Mutter ist gerade leider nicht besonders hilfreich. Hast du einen Wartungsheber? Ja. Ja. Oh. Er ist irgendwie ein bisschen zu schnell umgeknickt. Mutter ist gerade nicht besonders hilfreich. Crunch. Ah, das war lustig. Machen wir es nochmal. Mach's nochmal, ich hab's nicht gesehen. Finde ich aber echt nice. Falsche Tür. Wieso? Ja, weil da der. Oder? Nee, wir sollen ja da. Ach so, war das. Ach so. Aber stimmt, wir sollen sogar hier lang. Also. Ja. Können wir mal die anderen. Ja, dann vielleicht mal die anderen Türen noch absuchen, genau. Irgendwo. Spurt! Jetzt kommen wir so. Hau mal mit dem Wartungsheber gegen die Wand, vielleicht kommt's dann. Weißt du noch das eine Mal, wo ich es im Hauptspiel so gemacht habe und es dann genau an die Stelle kam? War ein bisschen uncool. Scheiß gelaufen. Aber es hat mich nicht mal erwischt. War ein ganz schöner Krimi. Ja, das war schon ziemlich hart. Oh. Öl. Oh, mhm. Füße. Mhm. Oh. Da kommt der Fußfetisch wieder zum Tragen. Mhm. Ja, okay. Gut, besser als in jedem anderen Spiel, wo man keine Füße hat. Das stimmt allerdings. Gibt's halt echt verdammt viele Spiele aus der Ego-Sicht. Ich hätte jetzt ganz gerne eigentlich noch so ein Coffee to go hier. Schade. Ich mach mir mal einen Kaffee. Das war jetzt der Bildschirmfetisch. Wo ist denn der Knopf? Das Sicherheitssystem hat einige Türen verriegelt. Halt die Schnauze. Also Ausrüstung unterwegs aufsammeln. Mutter ist gerade leider nicht besonders hilfreich. Tja, deine Mutter ist nicht hilfreich. Ach, warte mal, das hast du gerade gesagt. That's what he said. Like, literally. Ah. Ist auf der Oberfläche des Planetoiden gelandet, von dem aus das akustische Signal versendet wird. Dallas, Kane und Lambert treffen Vorbereitungen, sich dem Signal auf dem Fußweg zu nähern. Die Oberflächenstruktur besteht aus Basalt mit Spuren von Rhyolith und vermutlichen Lavaüberlagerungen. Atmosphäre, Stickstoff, ein bisschen Sauerstoff und eine hohe Konzentration an ungebundenem CO2. Druck liegt bei 10 hoch 4 Dün pro Zentimeter. Ein üppiger Sturm, der da draußen tobt. Ein üppiger Sturm? Hm. Alter, aber der Flammenwerfer sieht nice aus. Deutlich geiler als der... Der sieht exakt, glaube ich, so aus wie der im Hauptspiel. Ziemlich sicher nicht. Sie müssen also Ausrüstung unterwegs aufsammeln. Mutter ist gerade leider nicht besonders hilfreich.
Wenn du es nochmal sagst, hau ich dir die Fresse ein. Gib's zu, das willst du sowieso. Hallo. Schau mal, ob in der Decke auch so ein Loch dann drin ist unter dem Fleck. Oh, ein Medkit. Oh, hallo Facehugger. Ah ja, stimmt. Dann müsste das schon. Dann dürfte drüber kein Loch mehr sein. Nee, weil die haben es ja versucht hier aufzuschneiden. Ja. Und der andere müsste eigentlich hier drin sein, oder? Nee, den haben sie, glaube ich, rausgeschossen. Echt? Ich glaube, den haben sie aus dem Schiff. Genau so. Ja, okay, da waren wir schon. Okay, dann machen wir jetzt mal weiter hier. Ja. Let's get on. Das Sicherheitssystem hat einige Türen geöffnet. Sie müssen also Ausrüstung unterwegs aufsammeln. Mutter ist gerade leider nicht besonders hilfreich. Viel Glück. Ich schließe die Luke hinter Ihnen. Naja. Okay. Blödes Arschloch. Okay. Okay, und es steht da klar. Es geht wieder los. Mhm. Ja, ist ja noch harmlos. Schließen Sie nur. Noch. Oh oh. Kann man sich eigentlich irgendwo verstecken? Nee, ne? Sieht gerade nicht so aus, ne? Ich glaube, Verstecke gibt es auch hier keine. Deswegen hat man... Gar nicht. Ich weiß nicht, ich habe noch keins gesehen bis jetzt. Ja gut, wir sind ja auch noch nicht weit gelaufen. Hi there. Weg ist er. Ja, stimmt, ich habe ja die ganzen Dingens noch nicht. Die ganzen Errungenschaften auf meinem Account. Sie sind in Sicherheit, Lambert. Keine Panik. Es ist bald vorbei. Die hat ja die Ruhe weg. Nee, aber schau, außer hier jetzt unter den Tisch höchstens. Ja. Ja, dann war vorhin so ein. So eine Luke, die ist ja prinzipiell auch okay, um sich zu verschanzen. Weil der kommt zwar schon ab und zu da rein, aber... Aber eigentlich nur, wenn er dich da drin vermutet, bis jetzt. Mhm. Also ich hab's im Angry Review habe ich's gesehen. Ja. Dass das eben im Lüftungsschacht war. Aber... Ja, wollte gerade sagen, zeigt den Flammenwerfer nicht unbedingt. Aber hier im Könntest mal den Flammenwerfer nachladen. Oh, Scheiße! Alter! Fuck. Okay, sorry, damit habe ich nicht gerechnet. Verstecken ist nur eine vorübergehende Lösung. Wenn man sich verstecken kann. Okay. Mhm. So, jetzt haben wir das aber wenigstens auch mal gesehen. Dass ja. Und dass es im Dingens kein Entkommen gibt. Im Lüftungsschacht. Ja. Wenn es mal zu nah an dir dran ist und dadurch, dass es quasi gerade diese Einsteigeanimation hatte, ja, war es vermutlich auch durch das Feuer nicht abzuschrecken. Das war sehr intelligent. Mhm. Gehen wir nochmal zu Lambert. Ja, würde ich auch. Hi there. Der greift nochmal. Sie haben ganz schön Zeit gelassen. Meine Seite des Systems ist abgestellt. Ich sitze hier wie auf dem Präsentierteller. Sie sind in Sicherheit, Lambert. Keine Panik. Es ist bald vorbei. Ein Cracker! Kann man die Tastatur hier bedienen? Ich denke nicht.
Eat! Achtung! Man fühlt sich irgendwie so ein bisschen übermächtig mit dem Flammenwerfer. Mhm. Ja, das ist das Problem, solange man ihn hat schon. Aber die Muni ist halt auch verdammt schnell. Mhm. Gerade wenn der erste Instinkt ist, sich nicht zu verschanzen, sondern drauf zu spucken. Weiß ich nicht, vielleicht kann man es mit der Leuchtfackel ja tatsächlich irgendwie verscheuchen. Ha, sehr schön. Ist doch mal ein Anfang. Aber man kann den Moshi hier drin nicht verwenden. Weil es ja, gut, so ein Riesenteil ist. Jetzt geht das wieder los. Was war das nochmal? RMT, ne? Echte Maustaste, ja. Du hast schon reingeschaut, verpiss dich. Ich hätte mich einfach mal versucht weiter zu schleichen. Okay. Ja, weg ist er. Wo müssen wir hin, verdammte Scheiße? Da hin. Seriously. Feigling. Hörst du das? It's here, was? Not quite yet. Na, wie gesagt, ich will es eigentlich nicht wieder mit dem Flammenwerfer sauer machen. Ja, ja, klar. Ja, gut, sauer ist es jetzt eh schon. Der Zug ist abgefahren. Ich glaube, es kommt allmählich wieder ein bisschen runter. Ja, genau. So schaut's aus. Fuck off! Danke! Sehr gut. Boah, aber man verliert deutlich weniger Leben durchs Luftanhalten. Ja, gut. Maul, du Hurensohn! Ja, ja, Kiki. Alter! Sehr schön. Das gesehen zu haben. Ah, da werden wieder Schränke. Also.
Warum liegt mein Totenkopf mit einer Sonnenbrille? Alter! Sigi. Ja, okay, aber man braucht dort ja auch deutlich weniger. Hat man ja im Menürad gesehen, dass es eh nichts gibt außer dem Flammenwerfer und Medikits. Und Leuchtfackeln. Wenn dann in den Schrank rein. Warte mal. So, ich lache, wenn es so reinkommt und Parker sieht oder. Ich weiß es nicht, ob die Räume nicht sicher sind. Er steht da auf jeden Fall auch mit einem Flammenwerfer. Ja. Siehst du so von hinten so. Okay. Der war auch sehr komisch, unkommunikativ gerade. Auch nicht, dass der jetzt hinter dir ist. Irgendwas musste machen. Ja, an den Computer da. Musste da hin? Ja. Schließen Sie alles. Dieser Plan ist verrückt. Eine Selbstmordmission. Es ist der einzige Plan, den wir haben, Parker. Falls Sie einen besseren haben, ich bin ganz Ohr. Ja, jetzt würde ich mich in Richtung der Schränke gehen. Okay, what's next? Das ist eine gute Frage. Locken Sie das Alien in die Hauptschächte. Immerhin haben wir den Wegpunkt dafür bekommen. Scheint gerade vor der Tür zu sein. Nee, es ist weiter weg. Ich mag das irgendwie nicht, dass du den Moshi die ganze Zeit draußen hast. Ich mag das irgendwie nicht, dass man den Moshi nicht mehr hier drin verwenden kann. Ja. Es bietet noch eine zusätzliche Herausforderung. Oh Gott. Ja gut, aber... Gestattest du mir einen kleinen Schluck zu nehmen? Nee. Dann gestatte ich es mir selber. Okay. Probieren geht über Studieren. Sprach der Student. Das sah mir aus wie ein Schwanz. Nicht so ein Schwanz. Verpiss dich. Könnte ein... Zur Not müssen wir mit dem Flammenwerfer draufgehen, wenn es nicht anders, wenn es jetzt nicht weggeht, weil... Ja, gut. Das sah mir so aus, als ob es da campt. Ja, oder versuchen durch die Luftröhre durchzukommen. Nee, jetzt geht's weg. Die Frage ist, wie weit weg? Nicht sehr weit. Das war knapp. Jetzt zieh Parker mal bitte und geh zu ihm. Es kommt nicht mal hier rein. What the fuck? Ja, weil es hat dich nur erahnt, nicht gesehen. Ja. Oh, Parker geht. Wo gehst du hin, du Spasti? Okay, weißt du, was ich probiere, das mit der Luft. Ja, ist, denke ich, fast das Schlauere. Lass mal kurz schauen. Naja, das guckt wieder. Da kommen wir nicht sehr weit. Na gut, aber vielleicht... Finde ich immer gefährlich. Ich
Ich würde den Moshi nie so lang... Also, ja, gut. Das kann ihn ja nur hören, wenn er piept. Ja, klar. So, jetzt mal rein von der Theorie her. Das ist schon klar. Weiß nicht, ich fühle mich einfach persönlich immer unwohl damit. Ha! Gut. Vor allem 50 gleich. Sehr gut. Hallo. Gleich nach. Da haben wir schon. Oh, oh, seriously. Seriously. Gemein. Gemein. Alter. Puh. Okay. Och, was? Come on! Alles nochmal von vorne, ey. Du musst das echt alles auf einmal machen. Ja, jetzt nicht alles auf einmal, aber es gibt halt nur sehr, sehr wenig Kontrollpunkte scheinbar. Ja. Oh, das ist krass. Das ist ja mal krass. Ich finde das mal hart unfair. Ja. Dieser Plan ist verrückt. Eine Selbstmordmission. Es ist der einzige Plan, den wir haben. Falls Sie einen besseren haben. Ich das ist so eine Trial-and-Error-Mission. Ich hasse sowas. Ja. Naja gut, Trial-and-Error ist das Spiel immer. Naja, nicht immer. Aber dass es uns jetzt gleich wieder packt, war jetzt schon unfair. Ja. Irgendwie. Uns gerade erst vertrieben im Flammenwerfer. Naja, gut, also. Wie gesagt, ich glaube, es geht von dort erstmal nicht weg. Ich glaube, das ist dann relativ. Ja, der kommt gleich in die Ecke. Also ich denke, der wird dort nicht weggehen. Ich denke, dort ist tatsächlich das Schlauste, dort durch den Lüftungsschacht zu gehen. Dann tun wir also, das. Weiß ich nicht, aber wäre jetzt so mal meine... Oh, du könntest das Radio benutzen, dass er reinkommt. Könnte natürlich auch grandios nach hinten losgehen. Oder ist er jetzt genau hinter dir? Alter. Nein! Verpiss dich! Hätte ich ihm jetzt aber auch hinterherlaufen können. So kloppt! Naja. Wenn er schon mal abhaut, dann haut er auch ab normal. Okay, merke, wir benutzen keine Radios mehr. Die Dinger sind unberechenbar. Aber ganz schön
Zeit gelassen. Meine Seite des Systems ist abgestellt. Ich sitze hier auf dem Präsentierteller. Sie sind in Sicherheit, Herr Wolf. Keine Panik. Es ist bald vorbei. Genau, da war noch Flammenwerfer. Gib mir den Snack! Gib mir den Snack! Alter. Geh ich da runter? Meinst du wieder Lüftungsschacht? Weiß ich nicht. Das letzte Mal hat er uns da rausgeholt, aber... Oh. Hat er uns gesehen? Ja. Verpiss dich jetzt! Aber das ist auf jeden Fall mal, das kann man sich ganz gut merken, zwei kurze sind eigentlich fast immer besser als ein langer. Weil ich hatte es auch schon, dass ich es mal länger draufgehalten habe und... Lichtfackel, toll. Sieh nur auf Kanes Gesicht. Ash hat es abgeschnitten und was kam raus? Säurebrot, ohne Witz. Es hat ein Loch durch drei Decks gebrannt und meinen guten Stift zerstört. Dennis hat gesagt, er soll nachsehen, dass nichts Wichtiges getroffen wurde. Aber ich konnte keinen ernsten Schaden feststellen. Warte, welcher war das gerade? Wir werden auf jeden Fall einen neuen Anstrich brauchen. Und ich weiß, wer den Auftrag kriegt. Wir hätten niemals auf dieser verdammten Kugel landen sollen. Das haben Parker und ich denen gesagt. Rap, over und Ende. Schön, Sie zu sehen, Ripley. Eigentlich sollte ich da reingehen. Es war meine Entscheidung, Dallas. Packen wir es an. Okay. It's funny, because it's true. Okay, finden Sie das Hauptschachtsystem und locken Sie die Kreatur zum unteren Deck. Ich stelle von meinem Terminal aus eine Verbindung zum Luftschleusensystem her. Ein bisschen mehr Flammenwerferöl wäre jetzt geil. Ich bin beim Hauptschiff. Also, wünschen Sie mir Glück. Ding! Ihre 5-Minuten-Dreher ist fertig. Terrine, Terrine, was auch immer. Terrine. Das ist gerade mit einem römischen Kampfschiff von mir. Wir sind in Position. Ich versuche gerade eine Standortangabe reinzukriegen. Einen Moment mal. Ich glaube, ich hab's. Ja, es ist bei Ihnen. Jetzt habe ich Ihre Position auf dem Schirm. Ich brauche mehr als das. Direkt da. Sie müssen vorsichtig sein. Rechts! Ja, genau! Sie sagt rechts, ja. Und es kommt von links. Ich glaube, es kam von hinten. Noch schlimmer. Nochmal alles von okay, vorne. Ich hoffe nicht. Bitte nicht. Ach, das wäre ja richtig behindert. Ja, okay. Ja, gut. Wieder bei den Schächten. Halt, da links ist wieder das Öl. Genau. Unten war, glaube ich, auch noch. Ja, okay, egal. Ja, da war noch eine Leuchtfackel. Ist das nicht gerade abgehört? Ja, doch. Es wurde weggespawnt. Egal. Okay, merke, wir müssen in diesen Schächten vorsichtiger vorgehen. Ja. Puh, das schauen wir uns an. Beim nächsten Mal dann. Beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt. Let's play together Alien Isolation. Bis dahin. Bist du lieber. Okay. Ciao, Leute. Ciao.